So, ich grüße euch. Hier ist wieder Cyclone-Tests und ich werde jetzt meine aktuell installierte Jellytime-ROM, von der ich eigentlich ganz begeistert bin, von dem Bootpick, aber das kann man sich ja wahrscheinlich so irgendwo besorgen. Die werde ich jetzt ersetzen und zwar durch eine auf ICS basierende Lever-ROM. So, jetzt mache ich erstmal hier Factory Reset. Hätte ja schon erwähnt, dass die Jellytime-ROM in meinen Augen wieder diesen für mich ausschließenden Memory-Bug hat, dass sich da die Apps gegenseitig abschießen. So. Jetzt install zip, choose zip und so heißt die Lever DST V1.3.5. Ich weiß noch gar nicht, ob die jetzt einen Aroma-Installer oder so hat. Werden wir dann sehen. Sie hat einen Aroma-Installer. Schön. Mal gucken, was man da so auswählen kann. So, es ist auch wieder eine Dual-ROM, die für beide Versionen des Forms funktioniert. Und die ist vom 3.5. Also noch relativ aktuell. Ich weiß nicht, ob es da schon wieder eine neue gibt, aber so evolutionär passiert da ja nichts. Das sieht mir irgendwie Spanisch oder Portugiesisch aus. Wäre natürlich lustig, wenn man die wenigstens auf Englisch umschalten könnte. Hier, das interpretiere ich mal als Clean Install. 512 MB Version. Launcher. Nehmen wir mal den Lever Launcher mit. Ich will mich da mal ein bisschen mit beschäftigen. Dann kann man auch den Go Launcher und Apex Launcher auswählen. Apps Add Away, Cage Cleaner, Dolphin, Flash Keeper, Coffis, keine Ahnung was das ist, Mobile Uncle Tools, die können wir mal gebrauchen, Touchpal, WhatsApp Plus, ja, das wollte ich schon immer mal ausprobieren, Lockscreen MIUI, nehmen wir auch mal, aber noch ein Lockscreen und noch ein Lockscreen, da ich nicht weiß, ob die sich nicht vielleicht ins Gehege kommen. Lasse ich die mal einmal weg. Dann haben wir noch Apps, die. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob das jetzt. Da, die werden installiert und die nächsten werden deinstalliert. E-Mail, Navigation, Google Gallery, Firewall, Intercept von Lever brauche ich nicht. Lever Anti-Thief brauche ich auch nicht. Network Manager brauche ich auch nicht. Google Musik Player brauche ich auch nicht. Lever Updater brauche ich auch nicht. Wallpaper Theme Manager, den lassen wir mal drauf. Power Plus brauche ich auch nicht. Search brauche ich nicht. Video Player, naja, kann man mal drauf lassen. Dann Tweaks. OMV Bandas. Da weiß ich nicht, was das bedeutet, deshalb werde ich es mal nicht auswählen. Hier kann man auch schön die GPS-Konfiguration auswählen. Dann nehme ich dann natürlich Deutschland. So, und jetzt starten wir die Installation. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Das wird natürlich wieder ein bisschen dauern. Auch der macht hier die Wipes, von sich aus, was natürlich sehr angenehm ist. Oder bei 20%. Ich weiß nicht, ob das bei den Jellybean-ROMs vielleicht nur daran liegt, dass der Kernel nicht richtig passt. Ich meine, dass die S4-ROM ein bisschen geschmeidiger lief,
was die Speicherverwaltung anging, dass sich da die Apps nicht so schnell im Hintergrund beendet haben. Sie haben es zwar auch noch irgendwann getan, aber das war bisher so noch die Jellybean-ROM, mit der ich noch am ehesten klargekommen wäre. Allerdings nervte mich da auch dran, dass die trotzdem, dass es Jellybean war, langsamer war als ICS und dass die nach ein, zwei Tagen wurde die merklich langsamer, die hat sich ewig zugemüllt. Ich weiß nicht warum, aber naja, macht man nix. Da wird sich auch bei Derwix bedankt und Fluffitendo. Also das kommt wohl auch definitiv aus dem spanischen Movi Dual SIM Board. Ich denke mal, das heißt rebooten. Na, ich weiß nicht. Lassen wir mal. Zack. Ja, okay, jetzt bleibt er im Clockwork-Mod. So, es ist Install Complete. Jetzt gehen wir zurück und rebooten die ganze Geschichte. Hier ist noch kurz die Beats Audio Animation drin. So, das Boot Pick. Ich denke mal, die Boot Animation. Hey! Hat er die Boot Animation gar nicht geändert? Das ist ja merkwürdig. Aber sowas kann man ja auch alles nachträglich noch abändern mit Root. Es gibt für die Boot-Animation gibt es sogar für geroutete Handys im Play Store eine App, die nennt sich Boot Animation. Da kann man auch, da sind auch vorgefertigte Boot-Animationen drin, die man auswählen kann. Das ist ganz, ganz lustig. Das ist eine nette Spielerei und im Grunde kann man auch nicht viel damit kaputt machen. Aber auch wie beim Flashen und anderen Aktionen kann man natürlich nur empfehlen, vorher mit dem Clockwork Mod ein komplettes Abbild der laufenden ROM zu erstellen, damit man, falls irgendwas schief geht, später sich nicht rumärgern muss und einfach nur sein Backup wieder einspielen kann. Das dauert 10 Minuten, dann läuft das Ding wieder. Ich habe bisher auf jeden Fall noch nicht erlebt, dass sich ein Backup nicht wiederherstellen lässt. So, jetzt muss ich mir den PIN-Code eingeben. So, das ist unverkennbar die Lever-ROM. Und was mir jetzt schon so ein bisschen so, das heißt sauer aufstößt, aber was mich so ein bisschen schon wieder irritiert, ist hier dieser Memory Cleaner. Das hat mir bei der Jellybean-Lever-ROM wahrscheinlich den Speicher auch wieder so versaut, dass alles abstürzte. Das ist interessant. Ja, ich denke mal, es ist fast gleich wie beim Jellybean-Lever-ROM. Das orientiert sich so ein bisschen an der Benachrichtigungsleiste vom Jellybean 4.2.2. Hier hat man die Schnellstart-Geschichte, die Schnellstart-Buttons. Und hier auf der Seite hat man die Notifications, was eigentlich recht praktisch ist, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Hier oben zeigt er einem auch sogar noch die Speichermenge, die man verfügbar hat. Natürlich gibt es diese ROM leider nur in Englisch oder Chinesisch, glaube ich. Aber damit muss man eigentlich klarkommen. Das sieht mir irgendwie nach Jellybean aus, ich weiß nicht. Habe ich jetzt vielleicht doch eine falsche installiert? Wo haben wir denn... Ich suche gerade die Einstellungen, wo man die Version sieht. Das müssen doch schon alle sein. All Settings da. About Phone. Android 404, aber dann haben sie praktisch alles fast von der Jellybean-ROM, die Startleiste und so, haben sie dann importiert. Was ganz lustig ist eigentlich. Ja, da bin ich mal gespannt. Jetzt schauen wir nochmal schnell
Ja, das ist dann hier wieder der Lever-Speichermanager. Der ist auch bei der Jelly Bean ROM vorgekommen. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn hier der App? Da ist der App-Drawer. Was hier so vorinstalliert ist: Awesome Beats, so ein Equalizer. Der Browser, Calculator, Kalender. Mal sehen, was für eine Kamera das ist. Und ob die funktioniert. Also die rückwärtige Kamera funktioniert. Die App sieht aus wie eine normale, nicht Jelly Bean, also halt wie eine alte. Ja, das funktioniert schon mal. Dann haben wir Kontakte, Clock, Flashlight. Der ES File Explorer ist vorinstalliert. Mobile Uncle Tools habe ich ja ausgewählt. Ansonsten ist die relativ nackt, was ja ganz schön ist. Dieser 7-Chooser, Super-User, Videoplayer und WhatsApp. Mal gucken, ob das WhatsApp meine Registration erkennt. Musste aber eigentlich funktionieren. Dieses WhatsApp Plus ist ja praktisch eine Custom-Version, die mit Farben und so und Themes erweiterbar ist. Starte das einmal neu. Mal sehen. Ach, das würde sich jetzt mit einer SMS praktisch identifizieren. Mache ich später. Ja, soweit das mit meinen Möglichkeiten vereinbar ist, werde ich diese ROM jetzt ein bisschen testen. Und dann werde ich euch Bescheid geben, wie die so gelaufen ist. Und halt, wenn ich ein paar Tricks rausfinde, ein paar Kniffe, werde ich sehen, dass ich euch die dann verrate. Ja, ich hoffe, ihr wart mit Interesse dabei. Wenn wir uns im China Mobiles Forum sehen oder in den Videokommentaren, könnt ihr mir gerne Tipps und Hinweise zu neuen ROMs oder was ich mal so testen soll geben. Ich würde mich über Feedback sehr freuen und ich freue mich dann schon auf das nächste Video und bis dahin sage ich schon mal Tschüss, macht's gut.